Die Rheintalbahn. 270 Kilometer von Mannheim nach Basel. Erbaut zwischen 1840 und 1855. Vollständig elektrifiziert bis 1958. Hauptschlagader des Schienenverkehrs in Südwestdeutschland. Teil des transeuropäischen Netzekorridors Rotterdam-Genua. Zurzeit läuft der Aus- und Neubau auf dem rund 180 Kilometer langen Abschnitt zwischen Rastatt und Basel. Wobei zurzeit ein weit gefasster Begriff ist. Der erste Spatenstich erfolgte 1987. Die Fertigstellung wird für 2042 angepeilt. In diesem Film beleuchte ich, was bereits gebaut wurde, was noch gebaut werden soll und warum es 55 Jahre oder noch länger dauert, eine durch weitgehend topfebene Landschaft führende Bahnstrecke mit zwei zusätzlichen Gleisen zu versehen. Die Rheintalbahn. Ein unfreiwilliges Jahrhundertbauwerk. Meine erste bewusste Begegnung mit der Rheintalbahn datiert vom Sommer 1993, als ich mit der Familie im Schwarzwald urlaubte. Ein Ausflug führte uns ins Rheintal, wo ich nahe Sassbach-Ried auf diesen Bahnübergang stieß. Auf den ersten Blick ein stinknormaler BÜ, bei näherer Betrachtung eine ungewöhnliche Situation. Rechts eine offenbar frisch eröffnete Neubaustrecke, links zwei scheinbar stillgelegte Gleise. Was ich damals nicht wusste, es handelte sich um den ersten fertiggestellten Abschnitt der NBS Rastatt Südoffenburg. 9 Kilometer zwischen Bühl und Achern, die im März 93 in Betrieb gegangen waren. Aber der Reihe nach. Bereits in den 1960er Jahren war die Rheintalbahn stark belastet. In Vorbereitung des ersten Bundesverkehrswegeplans erarbeitete die Bundesbahn 1970 ein Ausbauprogramm, das 6 Neubaustrecken beinhaltete, unter anderem Mannheim-Basel. Die Fertigstellung von Rastatt bis Offenburg war für 1985 vorgesehen, der Ausbau südlich Offenburgs zu einem späteren Zeitpunkt. Diese Maßnahmen fanden sich auch in den Bundesverkehrswegeplänen 1980 und 85 in modifizierter Form wieder. In Angriff genommen wurde zunächst der viergleisige Ausbau auf 44 Kilometern von Rastatt Süd bis Offenburg. Westlich der vorhandenen Gleise entstand eine mit 250 km/h befahrbare NBS. Da die Rheintalbahn teilweise etwas kantig verlief, erfolgten in einigen Bereichen Linienverbesserungen, sodass alte und neue Strecke durchgängig unmittelbar nebeneinander liegen. Alle Bahnübergänge wurden aufgehoben, die Bahnhöfe völlig umgestaltet, 4 neue Haltepunkte eröffnet und jede Menge Lärmschutzwände errichtet. Nach dem Baubeginn vergingen 17 Jahre, bis die Strecke ab Dezember 2004 auf ganzer Länge viergleisig nutzbar war. Auf den weiteren Abschnitten zwischen Karlsruhe und Basel hatte sich derweil so gut wie gar nichts getan. Der Rastatter Tunnel war planfestgestellt und die Strecke Offenburg-Basel signaltechnisch aufgerüstet worden, um eine dichtere Zugfolge zu ermöglichen. Der Neubau von Gleisen zeichnete sich indes nicht ab. Es war ein einziges Zaudern und Zagen. Mal stellte der Bund keine Kohle zur Verfügung, mal rief die Deutsche Bahn die Mittel nicht ab. Hinzu kam, dass die Anliegergemeinden inzwischen aufgewacht waren, gegen den Ausbau mobil machten und die Untertunnelung Offenburgs sowie eine NBS entlang der Autobahn 5 anstatt einer Viergleisigkeit durch die Ortschaften forderten. So entstanden zahlreiche Bürgerinitiativen, die sich 2004 zur IG BOA zusammenschlossen, der Interessengemeinschaft Bahnprotest an Ober- und Hochrhein. Dazu später. 1996 hatte die Bundesrepublik Deutschland der Schweiz in einem Staatsvertrag zugesichert, die Leistungsfähigkeit des Zulaufes zur neuen Eisenbahnalpentransversale rechtzeitig sicherzustellen, also südlich von Karlsruhe bis zur Fertigstellung des 57 Kilometer langen Gotthard-Basistunnels eine durchgehende Viergleisigkeit zu schaffen. Der Tunnel ist seit 2016 in Betrieb. Am anderen Ende des Korridors Rotterdam-Genua entstand in den Niederlanden die Betuwe-Route, die eine 105 Kilometer lange NBS beinhaltet. Der dreigleisige Ausbau der deutschen Anschlussstrecke Emmerich-Oberhausen begann 2017, 10 Jahre nach Inbetriebnahme der Betuwe-Route. Der Fertigstellungstermin ist offen. Doch zurück an den Oberrhein, wo 2003 die Arbeiten am 9,4 Kilometer langen Katzenberg-Tunnel anliefen. Im Dezember 2012 ging der Tunnel im Zuge der 18 Kilometer langen NBS Schliengen-Haltingen in Betrieb.
Die Arbeiten am 4,3 Kilometer langen Rastatter-Tunnel starteten 2013. Die Fertigstellung war für 2022 vorgesehen. Doch, oh weh, im August 2017 sackten die Gleise der Rheintalbahn im Bereich des frisch gebohrten Tunnels ab, was eine 49-tägige Streckensperrung zur Folge hatte. Die Inbetriebnahme wird sich bis mindestens 2024 verzögern. Im noch unangetasteten Abschnitt zwischen Offenburg und Schliengen ist eine weitgehend autobahnparallele MBS von Offenburg bis Buggingen vorgesehen, die für 160 km/h ausgelegt wird, lediglich dem Güterverkehr dienen und 2031 teilweise, 2035 vollständig fertiggestellt sein soll. Personennah- und Fernverkehr verbleiben auf der Bestandsstrecke, die bis Ende 2041 abschnittsweise für 250 km/h ertüchtigt wird. Zwischen Buggingen und Schliengen entsteht eine NBS, über die der Fern- und Güterverkehr direkt zum Katzenbergtunnel gelangen. Und damit sind wir bei den eisenbahnbetrieblichen Aspekten, die in der öffentlichen Diskussion wenig Beachtung finden. Analysieren wir zunächst den Ist-Zustand im vollendeten Abschnitt nördlich Offenburgs, wo wir es mit zwei zweigleisigen Hauptbahnen zu tun haben, der Rheintalbahn und der Fernbahn, wie die NBS offiziell bezeichnet wird. Der Regionalverkehr nutzt die östlich liegende Rheintalbahn, der Fernverkehr die Fernbahn. Schnelle und langsame Reisezüge sind also voneinander getrennt. Die Nutzung der jeweils anderen Strecke ist prinzipiell möglich. Allerdings können ICE und Co. auf der Rheintalbahn lediglich 160 km/h fahren und Regionalzüge auf der Fernbahn nicht halten, da diese, mit Ausnahme des Bahnhofs Baden-Baden, über keine Bahnsteige verfügt. Allein Güterzüge können, je nach Betriebslage, uneingeschränkt zwischen beiden Strecken wechseln. Hier im Bereich Sinsheim ein auf der Rheintalbahn rechts nordwärts fahrender Güterzug, links auf der Fernbahn ein Güterzug gen Süden. Bereits an der Abzweigstelle Rastatt Süd, dem Übergang der 2 auf die Viergleisigkeit, offenbart sich ein nicht zu unterschätzender Zwangspunkt. Züge von Norden zur Rheintalbahn und von der Fernbahn nach Norden haben dort eine Fahrstraßenkreuzung mit dem Gegenverkehr und werden unter Umständen ausgebremst. Bei etwa 370 werktäglichen Zugfahrten nicht ganz abwegig. Dasselbe gilt, wenn Sie in Baden-Baden, Ottersweier oder Appenweier von der einen auf die andere Strecke übergehen sollen. Das müsste nicht sein, schließlich hätte man die Fernbahn auch in Mittel- oder Außenlage anordnen können, sodass die beiden westlichen Gleise südwärts und die östlichen nordwärts befahren werden und es nirgends zu Konflikten mit dem Gegenverkehr käme. So oder ähnlich würde die Strecke wohl auch südlich Offenburgs aussehen, hätten die Bürgerinitiativen nicht die Planungen der Deutschen Bahn durchkreuzt und die autobahnnahe NBS für den Güterverkehr erkämpft. Zwischen Appenweier und Offenburg wird also ein Rollentausch erforderlich. Güterzüge sollen auf die neu zu errichtenden, unter der Stadt hindurch und an der A5 entlangführenden Gleise. Nah- und Fernverkehr teilen sich die Bestandsstrecke. Schnelle und langsame Reisezüge sind also nicht voneinander getrennt, sodass es vermehrt zu Konflikten kommt. Weil die Strecke zwischen Offenburg und Kenzingen für 250 km/h ausgebaut wird, dürfen an den durchgehenden Hauptgleisen keine Bahnsteige mehr liegen. In Friesenheim und Lahr soll dies mit Überholungsgleisen gelöst werden, südlich davon mit einer Viergleisigkeit von Orschweier bis Kenzingen. Im weiteren Verlauf bis Buggingen wird die Rheintalbahn lediglich für 200 km/h ertüchtigt, was bahnsteigtechnisch keine zusätzlichen Maßnahmen erfordert. Allerdings gibt es zwischen Kenzingen und Buggingen 16 Haltepunkte und Bahnhöfe, von denen lediglich 5 Überholungsmöglichkeiten bieten, was auf Jahrzehnte hinaus zu betrieblichen Problemen führen wird. In Buggingen muss erneut sortiert werden. Der Nahverkehr verbleibt auf der nun westlich liegenden Rheintalbahn, der Fernverkehr und die meisten Güterzüge wechseln auf die östlichen Gleise zum Katzenbergtunnel. Angesichts dieser dauerhaft zementierten betrieblichen Nachteile muss man sich schon fragen, wissen diese Bürgerinitiativler überhaupt, wie Eisenbahn funktioniert? Wohl kaum, und es wird auch die wenigsten interessieren. Ihnen geht es schließlich nicht um die Schaffung optimal nutzbarer Infrastruktur. Natürlich sind sie alle für die Verkehrsverlagerung auf die Schiene, aber bitte nicht vor der eigenen Haustür. Sämtliche BIs eint daher das Ziel, eine NBS möglichst fernab ihrer trauten Heime durchzusetzen.
Viele Anwohner sind ob der Aus- und Neubauplanungen verständlicherweise verunsichert und fürchten Lärm, Erschütterungen, explodierende Gefahrgutzüge und den Wertverlust ihrer Häuser. Ängste, die so mancher wortgewaltige Lautsprecher zwecks Mitgliederfang mit Horrorszenarien zu schüren weiß. Man darf mir gern vorwerfen, dass ich das Engagement der BI-Aktivisten abwerte. Das mag sein, aber ich bewerte die Ergebnisse nun mal unter betrieblichen Aspekten, was nur recht und billig ist, wenn es um Aus- und Neubau von Eisenbahninfrastruktur geht. Bis zu einem gewissen Punkt sind Kompromisse in Ordnung. Aber wenn sich die Deutsche Bahn von völlig sachfernen Gremien diktieren lassen muss, was sie wo und wie zu bauen hat, dann stimmt die Gewichtung nicht. Die vielgepriesene Bürgerbeteiligung ist wertlos, wenn dadurch Engpässe geschaffen werden, die die Eisenbahnbetriebsführung am Oberrhein und anderswo für Jahrzehnte verkomplizieren. Wie würde die ausgebaute Rheintalbahn aussehen, wenn ich etwas zu melden hätte? Sie wäre von Rastatt bis Schlieren durchgehend viergleisig, zwecks flexibler Betriebsabwicklung je zwei Gleise pro Richtung nebeneinander. Südlich davon gäbe es eine niveaufrei angebundene NBS durch den Katzenberg. Dabei bliebe lediglich das Problem, dass der Bahnbetrieb heute viel öfter als vor 20 Jahren eingestellt wird, wenn beispielsweise ein Dödel wie der hier durch die Gleise rennt und ein aufmerksamer Anwohner dies der Polizei meldet. Wegen sowas werden selbst viergleisige Strecken gesperrt. Aber deswegen kann man wohl kaum überall Alternativrouten bauen. Abschließend noch ein Blick ans andere Ende der Republik. In Celle fand 2015 das Dialogforum Schiene Nord statt, in dem über Aus- und Neubaumaßnahmen zwischen Hamburg, Bremen und Hannover diskutiert wurde. Das von den beteiligten Bürgerinitiativen und Verbänden erarbeitete Konzept Alpha E unterscheidet sich komplett von den Forderungen im Rheintal. Die niedersächsischen Dialogforisten gaben nämlich frühzeitig die Marschroute Ausbau vor Neubau aus und schmetterten die jahrzehntelang im Raum schwebende Y-Trasse ab. So sollen für den Fern- und Güterverkehr, die sich zahlenmäßig in etwa auf dem Niveau der Rheintalbahn bewegen, ausdrücklich keine Neubaustrecken errichtet werden, obwohl hier, anders als am Oberrhein, sogar deutliche Abkürzungen von Umwegen möglich wären. Sämtliche Züge sollen Bestandsstrecken nutzen, die, wenn überhaupt, auf maximal drei Gleise erweitert und abschnittsweise mit über 500 Zügen am Tag belastet werden sollen. Betroffen sind davon unter anderem Lüneburg, Uelzen und Celle, also nicht gerade bedeutungslose Käfer. Zu erwartende kritische Töne aus diesen Orten unterbanden die Neubaugegner mit dem Leckerli übergesetzlicher Lärmschutz. Die gutachterlich nachgewiesene nicht ausreichende Leistungsfähigkeit wurde von den Alpha-Befürwortern weggelacht. Die Einwände der Städte Hamburg und Lüneburg sowie des Verkehrsclubs Deutschland ignoriert. Anfang Oktober 2018 gab sich der Projektbeirat beleidigt, weil er aufgedeckt zu haben glaubte, dass die Deutsche Bahn entgegen dem Diktat des Dialogforums eine Viergleisigkeit zwischen Asshausen und Celle untersuche. Kindergarten. Was halt dabei herauskommt, wenn von sich selbst überzeugte, aber leider inkompetente Bürgerinitiativisten Eisenbahn spielen. Jeder dreht sich die Tatsachen hin, wie es ihm in den Kram passt. Im Rheintal, in Niedersachsen und anderswo. So wird das nix mit der Verkehrswende. Aber in Deutschland einig Autoland ist die ohnehin nicht gewollt. Aber ich drohe mich zu wiederholen und daher ist es an der Zeit, diesen Film zum Ende zu bringen. 1987 startete der Ausbau der Rheintalbahn. Nach derzeitigem Stand wird er 2042 abgeschlossen sein. Wer das Geschehen in den verstrichenen Dekaden verfolgt hat, darf davon ausgehen, dass diese 55 Jahre nicht ausreichen werden, um die rund 180 Kilometer lange und binnen 15 Jahren erbaute Strecke in der Rheinebene um zwei Gleise zu erweitern. Und so ist die Rheintalbahn auf dem besten Wege, als unfreiwilliges Jahrhundertbauwerk in die deutsche Verkehrsgeschichte einzugehen. Na dann, gute Fahrt!